Hallo zusammen. Ich freue mich, Ihnen heute das Metallpulver-Spritzgussverfahren präsentieren zu dürfen. Mein Name ist Nathalie Salk. Ich bin verantwortlich für den Vertrieb und die technische Beratung im Metallpulver-Spritzguss und im Kunststoff. Ich möchte Ihnen in diesem Video die Vorteile des Verfahrens, wie die kostengünstige Serienfertigung, die Materialvielfalt und die Fertigung von komplexen Bauteilgeometrien näher bringen. Hier befinden wir uns an der Spritzgussmaschine, in der der Feedstock, das ist das Rohmaterial bestehend aus feinen Metallpulvern und Bindern, in ein Werkzeug eingespritzt wird. Das Werkzeug enthält die Negativgeometrie des jeweiligen Bauteils. Auf der rechten Seite sehen Sie unseren Cimo, der als automatisierte Roboterzelle die Bauteile aus dem Werkzeug entnimmt, den Anguss abtrennt und auf ein Band ablegt. Die Zimmer Group hat einen eigenen Werkzeugbau, sodass wir schnell auf Kundenwünsche und Änderungen in der Bauteilgeometrie reagieren können. Heraus aus dem Spritzguss kommt das sogenannte Grünteil. Das besteht aus Metallpulver und Binderkomponenten. Diese Grünteile werden im Anschluss auf Keramikunterlagen aufgesetzt, möglichst eng aneinander platziert, ohne sich zu berühren, damit in den Nachfolgeprozessen die Bauteile nicht zusammensindern. Im Gegensatz zum Kunststoffspritzguss sind wir nach diesem Prozessschritt noch nicht fertig. Bei den Metallpulver-Spritzgussteilen, den hier zu sehenden Grünteil, muss zunächst der Binder entzogen werden. Dies geschieht in den nachfolgenden Ofenprozessen. Hier befinden wir uns im Bereich der katalytischen Entbinderung. Wir haben zwei Entbinderungsöfen, in denen der Hauptbinderbestandteil über eine chemische Reaktion entzogen wird. Es wird rauchende Salpetersäure in den Ofenraum getropft. Der Säuredampf reagiert mit dem POM aus dem Bindermaterial zu Formaldehyd. Dieser wird über eine brennende Fackel, hier im Hintergrund zu sehen, geleitet und rückstandsfrei verbrannt. Zurück bleibt das sogenannte Braunteil, welches im Inneren Poren aufweist. Die Poren werden in den folgenden Prozessschritten dazu benötigt, um den Restbinder entweichen zu lassen. Hier befinden wir uns vor unseren Entbinderungs- bzw. Präsinterofen. Die Bauteile werden auf eine Temperatur zwischen 500 und 600 Grad aufgeheizt. Bei diesen Temperaturen zersetzt sich der organische Restbinder thermisch und wird aus den Bauteilen herausgetrieben. Die feinen Pulverpartikel bilden sogenannte Sinterhälse aus, die dem Bauteil Stabilität geben. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Prozessschritt, dem Sindern. In dem Ofen hinter mir werden die Bauteile auf 1280 bis 1350 Grad gebracht. Die verwendete Sintertemperatur ist natürlich abhängig vom entsprechenden Metallpulver. Die Teile werden in diesem Sinterprozess verdichtet, die Poren, die der Binder vorher hinterlassen hat, geschlossen, das Bauteil schrumpft. Je nach Material 15 bis 22%. 15% bei Titanmaterialien, 22% bei zum Beispiel niedrig legierten Stählen. Bei Hartmetall sogar bis zu 30%. Es werden beim Sindern Bauteildichten von größer 97% der theoretischen Materialdichte erreicht. In den meisten Fällen ist das Bauteil nach dem Sindern fertig und kann an den Kunden geliefert werden. Hier sehen Sie einige weitere Beispiele von komplexen metallischen Teilen, die von unseren Kunden in großen Stückzahlen abgenommen werden. Sollten engere Toleranzen als die im MIM möglichen Toleranzen gefordert werden, so wird bei uns eine gezielte mechanische Nacharbeit nur an den eng tolerierten Bereichen der Bauteile eingeplant. Diese mechanische Nacharbeit wie Fräsen, Drehen oder Schleifen wird im Hause der Zimmergruppe intern durchgeführt. Je nach Kundenanforderungen können die Bauteile anschließend gehärtet, oberflächenbehandelt oder beschichtet werden. Zudem bieten wir unseren Kunden eine Baugruppenmontage an. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse an diesem innovativen Fertigungsverfahren wecken. Sollten Sie kleine, komplexe Serienbauteile haben, die Sie aktuell teuer einkaufen,
oder Sie planen gerade Neuprojekte und müssen Ihre metallischen Bauteile geometrisch oder gewichtstechnisch optimieren. Oder Sie brauchen nur ein Alternativangebot zu herkömmlichen Fertigungsverfahren, sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie gern von der Prototypenfertigung über den 3D-Druck bis hin zur Serienfertigung Ihrer metallischen und Kunststoffbauteile.